Nach Weblayer, Novkaye und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Escape from Tarkov Video. Und das ist nicht irgendein Escape from Tarkov Video, denn es ist das erste Video seit dem 0.9 Update, was jetzt vor 2 Tagen rauskam. Also heute ist Samstag, noch zumindest. Ich habe schon ziemlich fleißig gespielt. Deswegen habe ich jetzt auch hier schon ein relativ vernünftiges Loadout, sage ich mal. Ich zeige euch gleich, was ich dabei habe, aber als erstes möchte ich zumindest hier in die Holzfällerhütte rein, dass ich da nicht komplett offen rumstehe. So, hier haben wir schon mal nur Rotz und eine Akku. So, ich habe dabei nochmal ein 6P-Helm, Comtax, Fort Armor, ein M4 und halt so ein bisschen Standardkram. Absolut nichts Besonderes. Ja, und eigentlich sollte das hier ja nicht das erste Video sein, sondern ich habe heute Nacht mit einem Ami zusammengespielt. Wir waren auf Katzen unterwegs und wir sind tatsächlich dem Scav-Boss begegnet. Als ich dann registriert hatte, dass wir jetzt gegen den Scav-Boss kämpfen müssen oder können, wollen, wie auch immer, habe ich dann natürlich die Aufnahme angeschmissen, weil das wollte ich halt mit drauf haben. Aber dummerweise hatte ich für ein anderes Projekt... Oh, da geht ab. Hatte ich für ein anderes Projekt noch ein falsches Dateiformat eingestellt in OBS, und zwar MOV und nicht MP4 wie regulär. Und eine Ersatz, ja moin. Das wäre dann schon die zweite. Ich habe vorhin auch schon einen gekillt, der hat eine Ersatz auf dem Rücken gehabt. Das war auch hier auf Woods. Gut, dann muss ich jetzt zusehen, dass ich überlebe. Jedenfalls war das Dateiformat falsch. Dann muss ich dann ein bisschen rummurksen, dass ich das trotzdem irgendwie in Vegas importieren konnte. Ja. Und dann habe ich das Ganze halt so zusammengerendert. Aber der Sound war dann am Ende völlig asynchron. Also es war nicht alles so, wie es sein soll. Entweder kam der Ton zu spät oder zu früh, keine Ahnung. Es war auch nicht gleichmäßig, das hat sich immer geändert. Zwischendrin, das war echt seltsam. Ich habe mich echt aufgeregt, dass ich da vergessen habe, das Format umzustellen. Aber, naja, passiert halt, wenn man erst mitten im Kampf, sage ich mal, die Aufnahme anschmeißt. Ich glaube, ich habe gerade jemanden gehört. Oder waren das meine eigenen Steps? Keine Ahnung. Wenn ich jetzt doch nur hier hochkommen würde. Danke. Oh, hallo. Das war ein Spieler. Betonung liegt da war. Alles klar, und wir haben wieder Aimbot-Scavs am Start. Die dürfen natürlich nicht fehlen, ne? Die gehören ja mittlerweile zum guten Ton in EFT. Alles klar. Nee. Das mache ich nicht mit. Da gehe ich lieber Close Range. Oh, ja genau. Wenn ich um die Ecke kommen will, dann geht das hier wieder mit den Lags los. Also eigentlich hat sich nichts verändert. Wir haben nur haufenweise neue Items und einen Scav-Boss. Aber sonst ist alles beim Alten. Und das hier wird jetzt auch tatsächlich sogar schon eins meiner letzten Videos sein. Zumindest für eine Weile. Was EFT angeht. Denn ich habe das ja schon 1000 Mal erzählt. Aber ab 1.8. bin ich ja nicht mehr zu Hause, sondern bei der Bundeswehr in Frankenberg.
Wo sitzt der denn? Alles klar. Ich geh mal woanders hin. Hier ist nicht so gut. Jetzt kann ich natürlich wieder nicht rennen, ey. Kann ich von hier was sehen? Wenigstens sind meine Arme noch heile. So dass ich noch vernünftig aimen kann. Das ist da hinten im Wald. Da ist gerade einer umgefallen. Da ist er. Ja, das war's auch mit dir. Ja, Händling ist sehr schön. Gefällt mir. Dann seid ihr alle viel leichter zu treffen. So, und bevor ich jetzt ans Looten gehe, heißt es erstmal Max voll machen. Ich habe nämlich so ziemlich alle Max angefrackt. Aber eigentlich wäre es ziemlich dumm, jetzt noch Looten zu gehen. Dann würde ich ja nochmal meine Erde riskieren. Also ich meine, ich kann sie momentan eh noch nicht spielen, weil mir noch ein paar Level fehlen. Ich brauche Level 29, um Peacekeeper auf Level 4 zu haben. Aktuell bin ich Level 22. Also eigentlich hatte ich mir ja vorgenommen, dass ich innerhalb von 2 Tagen Level 25 erreichen möchte. Aber ich wurde da leider durch ein paar Quests aufgehalten. Beispielsweise diese Quest von Therapist, wo es heißt, ey, bring mal 10 Morphin und du kriegst 10 Painkillers dafür. Ich war wirklich so oft auf Shoreland unterwegs. Ich habe das ganze verdammte Resort abgesucht. Jeden einzelnen Raum, in den ich rein konnte. So wie es mir mit der Schlüsselsituation nur möglich war. Ich war dann 40 Minuten im Raid. Und das 3-4 Mal. Und bin im besten Raid mit 2 Morphinen rausgegangen. Also, das ist echt nicht so geil. Ging das jetzt auf mich? Nee, ne? Habe ich volle Auto? Wo waren das? Da hinten. Oder? Egal, ich schnapp mir nur schnell das Zog-Tag. Und dann bin ich weg. Genauso wie von dem Dude hier. Da steht noch einer. Ah ne, ist nur ein Stück Holz. Ah ne, das ist nur ein Scav. Na gut. Ach genau, hier hinten habe ich den ja geholt. Hier. Da ist er ja. Ah. Ist A nicht irgend so eine komische Figur aus so einer Mädchenserie? Wie heißt das? Pretty Little Liars oder so? Tote Mädchen lügen nicht? Ich habe keine Ahnung. Meine Madame guckt das immer... Was heißt immer? Sie guckt es ab und zu. Und so ein bisschen was schnappt man ja dann doch zwischendurch mal auf. So, wo habe ich ihn jetzt erwischt? Hier hinten ist der erste umgefallen. Das war nicht mein Kill. Und dann aber noch ein Stück weiter vorne. So, ich muss aber... Ich muss mich aber trotzdem beeilen, denn... Mein Morphin dürfte in Kürze aufhören zu wirken. Genau. Hier bei so einem Holzdings ist auf jeden Fall einer umgefallen. Könnte der hier gewesen sein. Ja, hier ist auch Blut am Baum. Ja, da liegt er. Hello, my friend. Oh, er wurde schon gelootet. Schade. Und hier ist dann jetzt wirklich mein Kill. So, der hat auf jeden Fall noch einen hübschen Helm für mich. Den nehme ich auf jeden Fall mit. Oh, eine AK-105.
Wie klein kriege ich die? 3 Slots? Ich weiß nicht, gucken wir mal. Jawohl, dann nehme ich lieber die AK-105. Die mag ich um einiges mehr als die Akku. Was hat der noch dabei? Auch noch ein Dogtag, Tala. Alles klar. Ja, dann würde ich sagen, easy peasy Richtung Ausgang. Nochmal die Painkillers auspacken hier. Aha, perfektes Timing. Oh Mann. Oh Mann. Ja, jetzt bin ich eigentlich so wieder mal total vom Thema abgeschweift. Ich war ja eigentlich beim Skeff-Boss. Jedenfalls, falsches Format und so, ne, wisst ihr? Wir haben den Kampf dann gewonnen. Und wirklich, was die da an Loot dabei hatten, das ist unglaublich. Die haben halt so halbwegs anständig gemoddete AKs dabei, also AK-74 im Regelfall. Mit einem OKP-7 Visier. Das ist jetzt nicht so geil, weil das halt nicht das mit dem grünen Pfeil ist, sondern das mit dem komischen roten Punkt. Ja, brav. Auch brav. Dann meistens noch ein DTK1, also ein Muzzle Break vorne dran, dass nicht ganz so viel Rückstoß ist. Vordergriff. Dann dieses CSAR47 oder wie das Ding auch heißt. Dann haben die geile Armor. So eine neue blaue. Die ist quasi wie die Unterweste Stufe 3. Aber statt 45 hat die. Oh nein, nicht laggen, bitte. Nicht, nein, nein, nein. Alles, aber keine Lags. Ah. Ah, ist in Deckung. Aber egal, ich will jetzt nicht riskieren, drauf zu gehen. Die Ersatz will ich eigentlich gerne nach Hause bringen. Aber ich musste ja trotzdem mal gucken. Und meine Painkiller-Seiten auch nicht ewig. Aber die bekriegen sich da ziemlich gut auf jeden Fall. Sollen sie mal machen, ist die Roblox überhaupt offen? Habe ich gar nicht geguckt jetzt, ja? Sieht nicht so aus, oder? Ich sehe kein Licht. Oh oh. Ah doch, da, grüner Rauch. Sehr gut. Die ist ja fast immer offen. Sehr schön. Ja, also, wie gesagt, im Groben und Ganzen nicht wirklich viel Neues. Halt wirklich nur ein paar neue Items. Und der Skeff-Boss. Bisschen mehr Optimization. Ein paar Bugs wurden behoben. So wie ich gehört habe, soll es jetzt wohl auch keine Piste-Glitches oder sowas mehr geben. Auch sehr nice. Also zusammenfassend würde ich sagen, der Patch gefällt mir. Genauso wie der Raid. War zwar im Endeffekt doch eine relativ knappe Sache. Und wäre ich nicht schon so angefrackt, hätte ich locker noch versucht, den Typen zu holen. Aber nicht mit hier kaputtem Bein und alles. Oh, sogar beide Beine sind völlig hinüber. Nicht so geil. Ja gut, das war's dann soweit von mir. Wenn es euch gefallen hat, dürft ihr wie immer sehr, sehr gerne ein Like und ein Abo da lassen. Und dann würde ich sagen, haut da rein. Bis zum nächsten Mal.